Hey und hallo zu Sims 3 und Lee Pumpkin im Inselparadies. Und wir sehen, dass Lee eigentlich ja noch hier beim wissenschaftlichen Zentrum oder so ist. Und genau das Ding hat hier irgendwie Susi Heinz entdeckt. Und den sammeln wir glatt mit auf. Und da sind wir nämlich noch gar nicht abgefahren. Ich würde sagen, wir fahren auch gar nicht nach Hause, denn sie muss Feuer laufen. Also gehen wir zum Feuer laufen. So spät ist es auch noch gar nicht. Feuer laufen können wir am besten in unserem eigenen Resort. Nämlich dort. So, also Abmarsch. So, wo ist sie denn? Gut, wir düsen mal im Schnelllauf darüber und ich glaube, gut, mal gucken, was sie denn so erledigen kann und was sie noch erledigen muss, um so eine Insel zu finden oder zu bekommen. Denn die Aufgaben, die sie hier löst, werden das irgendwie ja, werden ihr ja eine Insel bescheren. Mal schauen. Insel der Zuflucht, glaube ich, heißt die. Was ist das? Gut, das Taxi kriegt hier gar keine Farbe, aber warum auch? Heute mal ein graues Taxi, kein gelbes. Wie sieht's denn aus? Geht's dir gut? Hast du Hunger? Hunger hat sie auch, also... Ja, dann kann sie zu Abend essen. Mal schauen, wie das so... Dann geht's ihr bestimmt auch ein bisschen besser, dann kann sie... Zu Abend essen ist gut, ist 5:45. Naja, wo ist sie denn? Das ist ja wohl das Telefon. Mann, halt doch mal Stille. Geh mal ran, mal gucken, wer das ist. Ah, ich glaube, das ist Carolina. Wow. Carolina Itchtaka möchte plaudern. Ja klar, haben wir Lust zu reden. Wer läuft denn hier so rum? Miley Arias. Und das ist hier Lupita Alto. So. Schon fertig mit Telefonieren, aber gut. Dann vergiss sie auch gleich irgendwie, dass sie hier noch Walburga Proctor. Okay. Dann vergiss sie irgendwie gleich das Essen vor lauter Telefoniererei. Mal sehen, wo setzt sie sich hin? Aha, an diesen Tisch. Wer ist denn das hier? Duck. Duck Rodel. Hm. Harley. Harley Greenwood. Warum freut die sich so? Okay, ich glaube, Lee holt noch mehr Essen, denn irgendwie ist es im Ressort so, die holen die sich mehrmals nach Mahlzeiten irgendwie, dass es dann der Hunger dann weg ist. Hm? Die sieht irgendwie alt aus hier, ne? Miley. Okay, ist bestimmt schon älter. Was war jetzt hier mit Carolina? Ist hier voll grüner Balken. Sehr geil, ne? Irgendwie. Und wir müssen uns heute um Triton kümmern, denn Triton soll unser Freund werden, denn er wird uns auch eine Insel zeigen, irgendwie, vielleicht in nächster Zeit, aber er wird. So, und dann gehst du mal Feuer laufen, wenn du fertig bist mit Essen. Die setzt sich natürlich mit jedem Teller irgendwie an einen anderen Tisch. Mhm. Was gibt's denn da? Ach du lieber Himmel, das kann ja wirklich keiner lesen. Geschweige denn aussprechen. So, aber das Essen sieht, glaube ich, alles Qualität perfekt aus und ausgezeichnet und was nicht alles, hervorragend. Nochmal ausgezeichnet. Ich glaube, da können unsere Ressortbesucher echt zufrieden sein. Also Imbissstand, ne? Mal gucken, wer ist denn da? Wer steht da ohne Kopf? Janice. Oh, hi Janice. Und?
Keiner da bei dir? Gut, scheinbar nicht. So, wo ist denn Lee? Ist die jetzt... Ach, guck mal, jetzt geht sie Feuer laufen. Jo, dass sie ihre Chefin auslacht, ist natürlich schon ein Ding, ne? Ja, wie oft müssen wir das eigentlich machen? Yippie! Ins Labor zurückkehren. Gut, einmal reicht. Dann gehen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Tu es einfach. Leg dich nicht in die Sonne. Nein. Also Leute, wir müssen echt was mit dem Ressort machen, weil das kann so nicht bleiben. Aber ich glaube, so ein, zwei Tage will ich noch warten, dass da irgendwelche Einnahmen noch reinkommen und so, dass sie ein bisschen Kohle hat, denn so ein Pool kostet richtig Geld. Ich glaube, das mit den Muscheln hier ist irgendwie Kram. Gut, eine finden, ja? So, komm, du fährst mal ein bisschen schneller ins Labor und lässt uns hier nicht warten. Okay. Angekommen muss sie Meldung erstatten, wie heiß das an den Füßen war. So, was findet man hier eigentlich noch rundherum? Viel sehe ich nicht. Oh, es ist, glaube ich, auch schon dunkel geworden. Aha. Eines noch. Und das ist wirklich nur eine kleine Gefälligkeit. Meine Meeresstudien werden immer wieder von den herumstreunenden Haien gestört. Du würdest der Ökologie einen großen Gefallen tun, indem du ein Hai eins auf die Nase gibst. Das wird sie eines Besseren belehren. Ziel ist, verwickle einen Hai in einen Kampf. Okay. Jo, dann tun wir das. Aber zunächst, glaube ich, fahren wir erstmal nach Hause und dann können wir morgen früh uns um den Hai kümmern und ihn sozusagen verkloppen. Na gut. Also wenn das er eines noch ist, dann hat die ja zumindest gesagt, oder der. So, komm, gib mal Gas, ab nach Hause. So, Lee geht schlafen in ihrem feuchten Hausboot. Oh, Post. Guck mal, Post. Was ist hier noch? Liebesbrief und so weiter? Ne, nur Post. Aha, hey, da ist ein Brief. Da ist ein Brief für Lee von Watt von Ronald Weißhaar. Darin steht: Gut, öffne deinen Verstand einen Augenblick und so weiter. Jetzt geht das Bild weg. Das ist natürlich ganz gemein. Während ich ein Bild male, du und ich zusammen, was löst das für Gefühle bei dir aus? Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, gar keine. Gut. Also, von Ronald wollen wir keine Briefe erhalten. Eigentlich haben wir doch einen geschrieben und da warten wir auf eine Antwort. So, du gehst nochmal hier rein. Und danach gehst du schlafen. So, heute ist aber keine Pfütze im Hausboot, ja, wie man sieht. Das Ding musst du mal sauber machen, glaube ich. Nur los, schlafen. Schlafenszeit. Alter, was ist das? Mach mal langsam. Jetzt steht der, wer ist denn bitte?
Hör auf damit. Kann man den mal ansprechen? Ich kann nur sagen, hör auf damit. Ohoho, dann sagen wir das mal. Komm, steh mal auf. Mach den mal wach. Oder wie? Wo klettert der hin? Bitten zu gehen, nach drin einladen. Komm, und dann laden wir ihn nach drin ein. Und jetzt müssen wir echt mal gucken, wo ist denn der hingelatscht? Der fährt unser Schiff weg, hier unser Hausboot. Wer ist das überhaupt? Oxcraw. Genau, mach mal Dudu. Dudu, bist du bescheuert oder was machst du da eigentlich? Hallo, hallo, freundlich. Lern ihn kennen. Cool. Ja, Dame zuerst, hm? So, also ich weiß nicht, ob wir es hier irgendwie mit einem Außerirdischen zu tun haben, aber es sieht ja bald so aus. Und mal gucken, was der so vorhat mit uns. Naja, dafür können wir schon mal aufstehen. Der haut ab. Hey, warte. Stopp. Wir sind am Hebel hier, Freundchen. So nicht. Also Gruppe gründen kann ich mit ihm nicht. Und auch nicht mehr das, weil... Oxy haut ab. Gut, dann lassen wir ihn ziehen, weil es wird irgendwie keinen Sinn haben. Weg ist er. Der fährt Boot. Schon krass. Okay, Lee schifft weiter und, ja, das war ja wohl mal... Warum lässt er sich nicht auf uns ein? Warum redet der nicht mit uns? So, das Resort... Weg war's schon wieder. Hat 4572 Simmelons eingebracht und, gut, also einmal, wie gesagt, will ich noch abwarten und dann jetzt gibt's Post. Mal gucken. Gut, die Rechnung können wir locker bezahlen und die Post nehmen wir uns auch. Mal gucken, wer uns da schon wieder geschrieben hat. Also das mit der Post ist schon cool. Hunger hat sie auch. Da kannst du denn mal irgendwie was essen. Ach du Schande, die ist verdorben. Okay, räum aus. Ja, leider hält das Essen nicht lange und muss halt öfter... Aha, Lee hat in der Post einen Brief von Valerie. Darin steht, naja, die Sache ist die. Ich habe an dem Tag, an dem du dich mit mir verabreden willst, schon was vor. Okay, wenn du das als Verabredung siehst. Eigentlich haben wir doch gar nichts von Verabredung gesagt. Naja, hier Valerie ist halt so ein Ding für sich, ne? Da. Gut, jetzt machen wir hier irgendwie Frühstück servieren. Mach mal Waffeln. Und dann gucken wir mal, dass es mal was zu essen gibt hier. Und vielleicht verbrennst du die mal nicht. Der Kühlschrank scheint ja auch nicht viel zu taugen, wenn sie da die Tür mit dem Fuß zutreten muss. Ja, womit wir nun Valerie kriegen, das ist ja wirklich also eine richtige Aufgabe geworden. Und ja, wir bleiben dran. Jetzt kennen wir ja auch noch einen Außerirdischen. Wo ist der eigentlich? Da ist er ja. Können wir den nicht anrufen? Klar. Ruf den mal an. Und hier ist Triton. Also wie gesagt, Triton kümmern wir uns auch, aber erstmal Hai kämpfen heute. Oh, Level kochen 2. Na, die müssen ja einfach werden. Die guckt da dauernd rein, also irgendwie muss das doch mal fertig kommen. Sie sehen doch gut aus. Ja. So, zack, Teller genommen und... Wunderbar. Gut, Lee frühstückt und danach wird der außerirdische Oxy angerufen. So, du kannst bestimmt auch ein klein bisschen...
Wunderbar. Das wollen wir jetzt mal erleben, was er da so zu sagen hat. John, Barney, take a new mom to be war. Jazzy, McKempton, Walls, the Nifta. Ist wahrscheinlich ein Satellitentelefon. So, wir können uns ja eigentlich... Ach so, sie kann ja auch schon woanders tauchen gehen, ne? Haben wir ja irgendwie gehört. Gut. Dann geht sie hier tauchen. In Davy Jones Kiste, denn das hat sie ja letztens irgendwie... Sie hat ja ein neues Level gekriegt. Genau, sie ist Level 4 und kann jetzt dort tauchen. So, dann wollen wir mal sehen. Wo ist sie denn? Was sagt er? Flesta? Do miska. Miza bada. Aha, Valerie ist umgezogen, wie ich hier gerade lesen kann. Naja, mal kicken, was das so wird. In ein größeres Haus, Tut sich hier eigentlich was? Nein, nicht viel. So, wir lassen Lee mal einfach fahren zum Tauchen und inzwischen würde ich mal ganz kurz, ich glaube, wenn ich hier drauf klicke, kann ich, also das Anwesen kann die kaufen und sie hat schon zweimal Geld sammeln verpasst. Das holen wir uns jetzt. Geht, glaube ich, so. So, die Anwesen, aha, hier hat sie einmal irgendwie nicht gesammelt oder einmal doch gesammelt. Und wenn ich die Anwesen kaufe, dann kriegt sie noch ein bisschen mehr, dann ist es nämlich ihr eigen. Dann tun wir das irgendwann, aber gut, es kostet ja auch 1000 Simoleons, so ein Ding. So, dann gibt mal ein bisschen Gas, wir wollen da heute noch ankommen. Naja, da sieht man sozusagen. Aha, schon da. So, jetzt ist ja die Aufgabe, dass wir diesen Hai kriegen sollen. Übrigens kennen wir ja leider. Guck mal, hier kannst du Muscheln finden. Hier sehe ich schon eine. Das ist ja schon mal cool. Was ist das da drüben? Der Schatten von der Boje. Hm? Alles klar, und hier kräuschelt doch auch irgendwas rum. So, fangen wir auch. Aha, sie hat die Muschel gefunden und damit auch irgendwie was hier erreicht, dass sie einen Fisch beim Tauchen fangen, den kriegen wir heute noch bestimmt. Mal gucken, was so alles zum Fisch zählt. Aha, hier ist ein Fisch. Jetzt ist er weg. So, den fangen wir auch gleich und da drüben krabbelt auch irgendwas und wo ist denn der Hai? Wir fangen hier ohne Ende. Außerdem weiß ich ganz genau, gibt es hier irgendwo eine Höhle, aber die will ich gar noch nicht, weil ich möchte die Schatztruhen. Es gibt hier, glaube ich, zwei Schatztruhen. Eine davon steht hier unten. Da ist schon wieder. Da! Okay. Wir haben schon einen Kumpel. Da ist er. Hier. Und ich glaube. Ja. Also, diese Schatztruhe, die kriegen wir auch noch auf. Weil gibt es nämlich zwei und die andere, ich glaube, die geht dann nur mit einem höheren Level zu öffnen. So einfach ist es dann nämlich doch nicht. So, und jetzt habe ich aber immer noch keinen Hai gefunden. Und der macht sich natürlich rar. Wenn er denn endlich da sein soll. Guck mal, die hat immer noch nicht diesen Fisch gefangen.
Was ist das überhaupt? Und wo ist sie? Lee? Ja, das schwimmt hier alles ein bisschen langsam, ne? Wir müssen auch ein bisschen auf die Luft achten, weil... Oh, hier, guck mal, hier ist so ein teures Teil. Mal gucken, ob wir den auch noch kriegen. Jetzt steht sie wieder. Den fangen auch mal. Das ist natürlich bei Sims 3 Inselparadies so ein kleines Thema, weil das Wasser unheimlich viele Daten verbraucht. Dauert das natürlich alles ein bisschen und der Tintenfisch hat ja mal richtig Wert. 536 Simoleons, ne? Also ich meine, das, was wir finden, würde ich dann durchaus auch verkaufen. So, jetzt hast du, glaube ich, noch irgendwas anderes zum Fangen. Und wo ist denn jetzt diese zweite Truhe? Die hätte ich doch wenigstens gern mal gefunden. Ich glaube, die steht hier. Da ist zumindest schon mal die Höhle, ja? Und der Hai lässt sich hier überhaupt nicht blicken. Schisser. Hallo? Also irgendwie haut sie mir jetzt ab hier. Hier ist schon wieder so ein Tintenfisch, den hole ich mir auch gleich. Also wenn der sie... Wie gesagt, wir müssen nur ein bisschen gucken. Ah, jetzt ist sie nämlich an der Truhe. Ah, da ist der Hai! Warte, ich weiß, wie wir den kriegen. Hai beobachten. Und wenn wir den Hai nämlich beobachten, dann wird der nämlich aufmerksam auf uns. Na gut, lassen wir uns überraschen. Na, bist schon bei deiner Truhe. Jetzt. Oh Gott. Wo ist sie? Jetzt habe ich es verpasst, da. War das der, den wir schon fangen wollten? Ich glaube schon. Und den Hai beobachten, haben wir den hier auch mit drin? Ne, wir haben hier lauter fangen, fangen, fangen. Vielleicht ist der Hai auch weggeschwommen in der Zwischenzeit. So, hier und unseren Meerjungfrauenmann, den brauchen wir gar nicht anquatschen, weil wir haben ja schon einen eigenen. So, mit dem Hai, das hat hier irgendwie nicht geklappt, aber naja, es wäre auch ein verwunderliches Ding, wenn es hier gleich beim ersten Mal alles funktioniert. Na, kick mal den Oktopus, den hat sie schon. So, na gut, dann gehst du gleich noch die Höhle besuchen. Oh oh, ich glaube, das mit der Höhle, das wird hier heute nichts mehr. Weil die kriegt keine Luft mehr und muss unbedingt nach oben. Dann wird wohl der Hai irgendwie warten müssen aufs nächste Mal und na los, fangst du das Ding, das letzte noch. Kriegt sie nicht. Tja, falls Bild steht. Zack, weg. Und nochmal 527 Tintenfisch. Und auftauchen.
Gut. Hier wird Inga nass gespritzt. So, das war unser Tauchgang mit Lee Pumpkin und mit dem Hai. Das hat ja nun leider nicht gleich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Kein Problem, dann tauchen wir das nächste Mal nochmal und vielleicht finden wir auch noch diese andere Schatztruhe. Und ich würde sagen, der Part ist hier an dieser Stelle zu Ende. Wenn euch alles gut gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir in die Kommentare und bis zum nächsten Mal im Tauchkurs mit Lee. Tschüss!